Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sunkenland, ihr Lieben. In der letzten Folge, glaube ich, wurden wir angegriffen, dann haben wir das gute Teil gebaut und wir müssen definitiv noch ein paar Inseln erkunden, abschlachten, ausrauben, je nachdem, was da noch übrig bleibt. Wir werden heute einmal gucken, ob wir vielleicht eine Runde weiterreisen oder... die ferne Insel. So. Die ferne Insel. Wir waren eigentlich bei denen. Ich bin verwirrt. Aber das dürfte sie gewesen sein. Sklavenhändler. Da waren wir. Lass mich mal kurz gucken. Die überschwemmte Stadtzentrum. Da waren wir auch. Wir müssen noch so einige Teile abgrasen. Sehe ich gerade. Sehr viele Teile. Es wird ein Spaß, aber erstmal machen wir etwas Kleines. Und zwar nehmen wir uns einmal... Oh, den habe ich ja schon. Und kann ich dich... Yes, Lagerfeuer bauen wir erstmal ab. Dann, meine Lieben, werden wir... Da sich ja... Erstmal das. Habe ich hier irgendwo noch? Ja, haben wir. Werden wir. Wartet mal ganz kurz. Hier ein bisschen umbauen. Da bekommt man ja schon einen leichten Anfall, weil ich noch die Mitte hier drin habe. Deswegen machen wir das einmal so. Und wir reißen einmal die ab. Die lassen wir so, denn ich lasse die Leiter, denn die Leiter steht, glaube ich, soweit gut. Und ich müsste dann die ganzen Teile, Werkbänke, die hier rumstehen, anders platzieren. Habe ich keine Lust drauf, deswegen Leiter hier erstmal weg. Und wir bauen einmal das hier. Hallo? Nein? Ich bin leicht verwirrt, aber wartet mal. Wir gucken gleich was anderes. Genau. Dann packen wir die Olga einfach mal hier hin. Und so. Gut, oder? Dann ist die Mitte wenigstens jetzt verwendbar. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das hier alles hinmache. Aber er kann ja erstmal so bleiben. Ist ja nicht tragisch. Wir müssen überlegen, ob ich die Kisten dann hier in die Mitte hinpacke. Da würden sie, glaube ich, nicht stören, nicht allzu stören. Na, wir gucken mal. Wir gucken mal. Oh Gott, Typi. Du erschreckst mich aber auch jedes Mal. Ich habe irgendwie keine Lust bei dem versunkenen Stadtzentrum zu gucken. Denn das gute Ding wird ganz schön heftig sein. Und ich glaube, wir werden uns noch mehr von den Tauchflaschen machen. Damit wir tiefer tauchen können, dann, ja, ist halt das Inventarsteil-Dings so ein bisschen ungünstig. Ich kann heute nicht mehr reden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Dann braten wir uns einmal kurz Fleisch. Brate, mein Kind. Brate. Gut, was brauche ich für die Luftflasche? Atemflasche. Das bekommen wir doch garantiert hin. Das habe ich doch, oder? Nein, falsches Fach. Richtiges Fach. Ja, von mir aus, dann bleibt doch erstmal. So, dann hätte ich gerne einmal das und einmal Gummi was.
mal, Luft ist drin. Nehmen wir erstmal zwei. Wir nehmen erstmal zwei mit. Schon wieder falsches Fach. So. Holz. Hier, nimm mal. Dann, mein Freund, ess meine Runde und dann trink meine Runde. Und den Rest würde ich erstmal so weit mitnehmen, außer meinen Hammer. Eigentlich will ich dich hier nicht drin haben, aber bleib erstmal. Trinken könnten wir eigentlich auch hier hinten. Unten reinpacken, nicht hinten, sondern unten. Dann werden wir einmal die kurz reinpacken. Gut, scheint voll zu sein. So, und let's go. Let's go noch nicht, denn wir packen das erstmal rein. So, und wir schauen uns das überschwemmte Gebiet an. Wir müssen noch so einige Sachen holen. Zweimal von den Teilen auf jeden Fall. Ah, wir gucken mal. Auf jeden Fall Ressourcenfarm. Vielleicht sollten wir auch mal in die Richtung schwimmen. Sollen wir uns mal eine Insel angucken? Ja, genau. Okay, mein Charakter möchte das. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich mein Boot hier rausschwimme. Oh. Ich habe eine Sache vergessen. Wartet mal. Wobei. Hier. Ich passe durch. Ganz knapp, aber ich passe durch. Oh, wartet mal. Oh, okay. Ja, vielleicht sollten wir eins zerstören. Ich bin mir dann unsicher, ob die dann hier reinschwimmen können. Ich will die nämlich nicht in der Hütte haben. Aber das große Gebiet, die Insel würde mich auch mal interessieren. Wartet mal. Ist es die? Oh, falsche Richtung. So, jetzt hätten wir wunderschönen Rückenwind. Wir müssten uns diesen Biotreibstoffhersteller bauen. Das Ding ist näher, oder? Das ist die Insel, die ich sehe. Ein bisschen Waffen habe ich ja dabei. Munition, nicht Waffen. Ah, oh, es geht. Ich habe Gewehrmunition dabei, aber irgendwie nicht das Gewehr. Sehr schlau gelöst. Na, wir gucken mal. Einfach mal Hallo sagen, mal einfach in den Süden rein.
Mal wir gucken. Sonst habe ich ja noch die Armbrust. Ich glaube, da wird so einiges auf mich zukommen. Schade. Wow, Bruder. Auf zu wackeln. Der zuckt ja noch. Greift mich jemand woanders an? Ja, ist ein bisschen doof, wenn ich die halbe Waffe vergesse. Wow. Ich hatte eigentlich ein bisschen an Munition gehofft. Entschuldigung. Der Erlöser-Clan, ja, den erlöse ich gleich selbst. Lady? Ah! Die ist auf Krawalle aus, die Frau. Oh! Ja, da wollte ich schon wieder ein bisschen zu viel. Boah, Headshot! komm. Verdammte Axt! Wartet mal kurz. Ach, schade, schade, schade. So kann ich aber meine... ich habe meine Dings da alles.
Aber hey, so kann ich jetzt wenigstens meine Waffe mitnehmen und meine Rüstung nochmal aufbauen. Sollte ich die Munition wiederfinden. Ja, komm, mach zu. Da drüben war das Teil. So, meine Waffen. Altes Repartiergewehr. Für moderne Waffen, gut. Die bringen mir jetzt auch nicht gerade irgendwas weiter. Guck mal, Granate, was zum Spielen. Ich bräuchte so ein bisschen mehr Ressourcen, was Essen angeht. Na, wobei, das reicht schon. Gut, ich schwimme hin. In der Hoffnung, dass jetzt nichts Großes kommt und mich fressen möchte. Wir bekommen die Freunde noch, keine Sorge. Ich sollte vielleicht das Teil nach unten packen. Oh nein, meine zwei Flaschen! Schnell, schwimm schneller! Ich brauche meine zwei Flaschen. Ja, sind gleich da. Bis dahin ersaufe ich noch eine Runde. Ärgerlich wäre es ja so ein bisschen, wenn ich kurz bevor ich da irgendwie ankomme, dass mein Zeug weggespawnt ist, wäre. Ihr wisst, was ich meine. Gut, der Erlöser-Clan hat mich erstmal erlöst. Das ist sehr sportlich. Oh, scheiße. Warum stehst du auch gerade hier? Ich will eigentlich nur meine Waffen haben. Alles nehmen und ich bin mal kurz weg. Hüpf, Arschbombe! So, die Axt packe ich mal rein. Die Beinteile packe ich mal rein. Oh, Treibstoff. Einmal essen bitte. Ach so, so ein Blut. Okay, egal. So, kleinen Augenblick. Granate, weil es so viel Spaß macht. Das packe ich mal weg, das packe ich weg, das packe ich weg. Dies packe ich weg, dies packe ich weg, das packe ich weg. Genau, erstmal Antibiotika. Dann schauen wir uns mal um. Und heilen erstmal. Ich verbrauche mein Essen.
Mein Gott, ich sollte nicht im Dunkeln irgendwie hier reinstürmen. Irgendwo eine Kiste? Wo ich bloß Munition finde? Ich hätte tauchen gehen sollen. Wer kommt denn da jetzt gerade von der Seite? Da kam irgendjemand von rechts. Warum erwische ich immer das Falsche? Ey, extra noch mit einer Granate, ne? Da kam irgendjemand gerade noch von der rechten Seite und hat mich von rechts abgeballert. Mach mal bitte aus, danke. Läuft, würde ich sagen. Meine Fresse. So, genau. Krasse Kiste. Trinken auf jeden Fall. Was wollte ich denn hier? So, nach den Teilen wollte ich Ausschau halten. Dann nehme ich mal kurz die Batterie, denn das Ding ist fast wieder leer. Und pack die Batterie rauf. Ich sollte Munition machen, ne? Aber ich habe momentan kaputte Schrotflinte. Aber die war vom Dings her nicht besonders. Die war nicht so besonders. Wie viel Weichstück? Wir gehen sofort wieder los. Wo habe ich denn die Teile? Ja, du sollst erstmal rüber, mein Freund. Dann Stoff heißt, habe ich also richtig gesehen. Stoff. Dann machen wir erstmal das hier. Dann das. Ich habe das Falsche gemacht. Ich habe volle Möhre das Falsche gerade gemacht. Ah, geil. Ja, nun. Egal. Dann hier ein bisschen davon. Würde ich sagen, wir reiten los. Du kommst erstmal nach unten hin. Ach, wie schön. Ja, bringt nicht besonders viel. Ich werde diese Insel erobern, auch wenn es gleich sehr lange dauern wird.
Wir werden es aber noch schaffen. Da oben sehe ich einen, dieser kleine Hosenscheißer. So, Moderne kann ich erstmal reinpacken, in der Hoffnung, warum habe ich das mitgenommen? In der Hoffnung, dass es nicht, ihr wisst schon, verschwindet. Dann nehme ich das einmal mit. Ich darf eigentlich nichts im Inventar lassen. Da steht der kleine Depp. Oh, oder? Nee, doch nicht. Kann auch nicht wahr sein. Muss nachladen, warte. Ich weiß ja, dass du da drüben noch stehst. Sie nicht. Den einen habe ich. Oh, hab ich. Jetzt bekomme ich ausgerechnet, jetzt bekomme ich gute Muni. Die
Granate hat so einiges weggeräumt gerade. Wo ist der Sportskollege hin? Ist er runtergepurzelt? Oh Gott, du liegst ja wirklich perfekt da, mein Freund. So, die andere Seite müssen wir nochmal checken. Ich glaube, die Erlöse haben wir. So, wir werden gleich richtig hier mal looten gehen. Ah, guck mal. Können wir erstmal lassen. Und dann noch ein Stoffdings drin. Natürlich. Puh, ich glaube, wir sind jetzt durch, ne? Wow. Kühlschrank. Der größer ist als ich. Der größer ist als ich. Ja, komm, gib mir den Stoff, dann verschwindest du. Oh, ich glaube, wir sind durch nach fünfmaligen Versuchens. Wow. Wirklich wow. So, einmal das. Gut. Auf geht's zum Looten. Glaubt ihr, ich kann runterspringen? So, ich speichere erstmal. Ich würde mal volles Fett sagen, diese Insel ist gereinigt. Alter Falter. So, komm. Wir können ein bisschen näher ran.
Gut, Jungs und Mädels, das bedeutet für uns, wir gehen jetzt eine Runde looten. So, du gehst mal rein, du kommst mal jetzt erstmal mit runter. Du gehst rein, das sagt. Alles rein hier. Die Cola kann ich mit nach unten nehmen. Ja, also, wir haben viel zu viel Kram mitgenommen. So, wir fangen erstmal oben an und bauen uns stetig dann nach unten. Oh, hier hätte ich rüberkommen gehen können. So. Erstmal. Wobei, ich wollte erstmal oben anfangen, strotteln. Ich war beinahe runtergefallen. Cool. So, haben wir. Oh. Gut, ich habe keine. Oh, ich bin so ein Trottel. Trottel. So. Was habe ich denn da hinten? Sind das die letzten? Ich frage mich, was das hier ist. Und das ist auf jeden Fall die große Insel. Gut, Jungs und Mädels, dann würde ich mich erstmal hier verabschieden. In der nächsten Folge werden wir mal diese kleine Base dann hier weiter looten. Aber ich glaube, wir werden in der nächsten Folge zuerst zu unserer Base fahren müssen. Denn wir werden voll werden. Sehr voll. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.